Hallo zusammen an alle. Ja, wir haben eine relativ kurze Trainingswoche gehabt, haben am Dienstag, glaube ich, ja, eine ganz gute Intensität drin gehabt, im Doppeltraining. Und ja, gestern nochmal 11 gegen 11 gespielt im Training, um das ein oder andere einfach auch zu sehen, durch den Ausfall von Lukas Fröde. Ja, werden heute noch mal ein bisschen in Anführungszeichen einen Ticken rausnehmen, damit wir morgen Abend gut präpariert sind für einen klasse Gegner, der bisher eine richtig, richtig gute Saison spielt. Und da werden wir alle Körner brauchen, um nach 90 Minuten hoffentlich unser Punktekonto wieder ein bisschen mehr gefüllt zu haben. Ausfallen werden, wie angesprochen, schon Lukas Fröde mit seiner fünften gelben Karte, Dirk Karlsson mit seiner gelb-roten Karte, Sebastian Jung, Jannis Hanek wird noch fehlen. Ansonsten sind alle wieder an Bord und somit auch alle einsatzbereit. Und ja, wir freuen uns auf den Gegner, wir freuen uns auf das Spiel. Und uns hat natürlich das Spiel und den Sieg in Würzburg Rückenwind gegeben. Und ja, wir haben, glaube ich, alle gestern Abend dann auch gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist, in Würzburg zu gewinnen. Und deswegen glaube ich auch mit ein paar Tagen Abstand war das ein gutes Spiel der Jungs. Das soll Selbstvertrauen geben. Und das gepaart mit einer gewissen Leidenschaft, bin ich guter Dinge für morgen Abend, dass wir hoffentlich ein gutes Spiel auf den Platz bekommen. Ja, erstmal von mir noch hallo alle zusammen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch mal das Tor getroffen habe. Und ich denke, die Mannschaft hat mir auch geholfen und alle haben mir geholfen, damit ich besser reinfinde. Und ich denke, das Spiel morgen wird ein tolles Spiel für das einer der besten Mannschaften der Liga. Und ich denke, wir freuen uns drauf und wollen natürlich das Beste rausholen. Ja, kann ich euch teilhaben lassen, wobei natürlich immer nur in Ansätzen, ist ja logisch, aber ja, der Kader bietet viele Möglichkeiten in dem Bereich. Da erzähle ich unabhängig von morgen nicht so viel Neues. Wir haben inzwischen die Möglichkeit, den Spieler 1:1 zu ersetzen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, beispielsweise in eine Richtung zu gehen, wie das HSV-Spiel das gezeigt hat, dass wir das gar nicht 1:1 auffangen, sondern durch eine kleine Verschiebung das Ganze durchführen werden. Ja, und da bieten sich einige Spieler an. 1:1 ist es Alexander Greus, ist es Tim Breithaupt. Wir können aber auch mit einer Doppel-6 spielen. Also ja, diese Freiheit hat sich die Mannschaft erarbeitet, diese Variabilität hat sie sich erarbeitet. Ja, und diesen ein oder anderen Moment, ja, gedanklicher Vorsprung, den der Gegner noch nicht hat, den wollen wir natürlich für uns behalten. Das hatten wir in der Vergangenheit auch nicht immer, sodass wir ja das auch ein Stück weit in Anführungszeichen auch mal genießen, dass der kommende Gegner nicht immer ganz genau weiß, wie der KSC auflaufen wird, ohne dass das am Ende das Spiel entscheiden wird. Also wir müssen das auch nicht größer machen immer als es ist, weil wenn das Spiel 2 Minuten gelaufen ist, dann weiß es der Gegner ja auch. Und ja, aber manchmal, wenn ich an das Spiel gegen Sandhausen beispielsweise denke, bis der Gegner Zugriff hatte auf uns, haben wir diese Dinge genutzt gehabt. Und das ist sicherlich ein Momentum, das wir einfach auch mal auf unsere Seite ziehen wollen. Ja, ich denke, bei der ganzen Mannschaft, Lore hat einen super Ball gespielt, wo ich jetzt gegen Aue und gegen Würzburg mein Tor machen durfte. Aber ich denke, das liegt immer an der Mannschaft und jedes Tor schießt die ganze Mannschaft. Und mal ist es Wanne, mal ist es Hoffi, mal sind es andere. Und ich denke, jeder aus der ganzen Mannschaft ist wichtig zum Tore schießen. Ja, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, gewisse Leistungen aus einer Partie dann als Konsequenz auf eine andere Partie zu münzen, weil das gehört sich für diese Liga nicht. Das wird in den meisten Fällen nicht eintreten, aber losgelöst von dem St. Pauli-Spiel war es sicherlich in der Saison bisher so, dass da kann ich mich, glaube ich, stellvertretend nur für meine Kollegen dann immer wieder wiederholen. Ich schaue ja auch die ein oder andere PK, beziehungsweise kriege die Aussagen dann irgendwie im Nachgang mit. Das ist sicherlich eine der spielerisch stärksten Mannschaften, wenn jetzt sogar die stärkste Mannschaft der Liga ist. Ich fand ihren Auftritt in Hoffenheim vor Weihnachten beeindruckend im Pokal,
wo sie einfach auch genau ihren Stiefel positiv formuliert auch durchgezogen haben gegen den Bundesligisten und aus meiner Sicht sicherlich nicht unverdient da eine Runde weitergekommen sind über die gesamte Spielzeit gesehen. Und ja, die Bewertung des Pauli-Spiels ist dann immer so zu sehen, dass der Gegner, in dem Fall St. Pauli, auch eine gewisse Idee hatte im Spiel. Und die kenne ich nicht. Mir steht es auch nicht zu beurteilen, was dann ich am Fernseher gesehen habe, ob sie das überhaupt umsetzen konnten, was sie wollten. Und deswegen isoliert betrachtet, sehr, sehr gute Mannschaft. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft. Und da wiederhole ich mich von letzter Woche. Ich bleibe ganz gern bei mir oder bei unserer Mannschaft und da setzen wir die ganze Energie rein und sie hat den ersten guten Schritt getan in Würzburg und ja, ich glaube schon, dass da zwei Mannschaften morgen aufeinandertreffen, die von den Grundgeschichten her einiges anbieten und dass es dann am Ende eine gute Partie wird und da möchten wir unseren Teil dazu beitragen, um am Ende natürlich nicht nur eine gute Partie zu liefern, sondern auch Punkte auf unser Konto zu bringen. Ich denke, jetzt nach so einer Bilanz von Greuther Fürth ist man natürlich auch zu 100% angetan, die Mannschaft zu schlagen. Und ich hoffe, wir können uns mit einem guten Spiel belohnen und hoffentlich auch die 3 Punkte hier behalten. Ja, passiert ist eigentlich gar nicht so viel, sondern das ist eine normale Entwicklung eines jungen Spielers. Benny macht jetzt gerade große Freude, das hat Benny aber mir von Tag 1 auch schon gemacht und bei Benny haben wir einfach extrem viel daran gearbeitet, dass er torgefährlicher wird und das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben immer wieder Videos gezeigt auch und ihm Laufwege aufgezeigt und manchmal hat auch das Quäntchen Glück gefehlt bei Benny. Und ich finde, er hat vorher schon enorm viel investiert immer und tut der ganzen Mannschaft mit seiner Arbeit, die er auf dem Platz abliefert, enorm gut. Und er hat aber auch mal 1-2 Wochen gehabt, die sich ja sicherlich nicht so gut für ihn angefühlt haben, wo er dann beispielsweise in Osnabrück gar nicht reinkam, wo dann sogar Malik Batmaz noch auf seiner Position kam. Aber wir versuchen immer wieder im Austausch zu sein, ihm Dinge dann auch zu erklären und ihm Dinge mitzugeben. Und es war für mich eine Frage der Zeit, bis er trifft. Und wenn er dann mal trifft, ist ja logisch, dann kommt auch der Glaube daran, dass er Tore schießen kann. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir von den Positionen einfach auch Spieler haben, die Tore vorbereiten und die Tore schießen. Ja, und Dominik hatte, glaube ich, eine wellenförmige Vorrunde bisher. Er hatte ein Beginn, wo er immer gespielt hat, wo er dann auch ein Tor gemacht hat, beispielsweise gegen Sandhausen. Ja, und dann war er mal außen vor, nachdem er eine gelb-rote Karte hatte in Nürnberg. Und dann hat die Mannschaft angefangen, richtig, richtig gut zu spielen und auch vor allen Dingen, und das ist entscheidende Spiele, zu gewinnen. Und dann hatte Mike Lorenz so dieses Quäntchen auf seiner Seite, dass er mal einen Spieleinsatz von Anfang an hatte und dann eigentlich direkt einen 3-0-Sieg hatte und auch geliefert hat. Und Mike Lorenz macht es einfach seit Pauli richtig gut. Er hat eine Waffe mit seinem linken Fuß, er bereitet Tore vor und das hat mal weniger mit Domme zu tun. Und Domme muss einfach gucken, dass er wieder eine gewisse Verantwortung übernimmt für sich selbst, dass er wieder gewisse Dinge auf dem Platz so macht, wie er sie schon gezeigt hat. Und da hat er diese Woche im Training wieder angefangen und es wird für uns immer ein wichtiger Spieler sein. Und momentan hat er eine andere Rolle, momentan kommt er vielleicht mal eher von der Bank. Und das hat er zum Beispiel in Aue gut gemacht. Und ja, da werden wir auch immer wieder weiter an ihm dranbleiben und werden wahrscheinlich schon in Kürze auch an Domme wieder große Freude haben. Aber das ist immer zweiseitig. Wir versuchen ihm Dinge anzubieten und versuchen ihm einen Weg zu ebnen. Aber wir sind natürlich als Trainer auch immer wieder abhängig von den Jungs, unabhängig von Domme. Und da sind wir einfach auch im ständigen Austausch. Da muss sich keiner Sorgen machen. Ja, Sebastian hat die Woche schon Teile wieder mitgemacht. Da müssen wir einfach von Tag zu Tag schauen, wie schnell seine Muskulatur das akzeptiert. Und dann ist es hoffentlich nur noch eine Frage von Tagen, bis er wieder komplett an der Mannschaft dran ist, beziehungsweise dann auch jede Einheit mitmacht.
Am Babacar geht's richtig gut, also geht's eigentlich ganz normal. Er hat keine Symptome. Das scheint aber keine Seltenheit zu sein bei diesen Corona-Fällen, zumindest im jüngeren Alter. Ich bin da nicht so bewandert, aber er hat Gott sei Dank keine Symptome, beziehungsweise diese Fälle, die ich jetzt so aus dem Fußballumfeld immer mitbekommen habe, war es zumindest immer ein ähnlicher Verlauf. Wir haben uns vor Weihnachten dieser Geschichte angenommen und haben mit diesen Spielern, die das bei uns betreffen, auch Gespräche geführt. Dem Beispiel Babacar, da ist der Fall ein bisschen spezieller gelagert. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen, die Situation und die gesellschaftliche Lage. Alles haben wir damit eingebracht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Spieler oder den Mensch Babacar, der hier alleine ist, der seine Frau da nicht gesehen hat. Und wir haben uns natürlich auch bei anderen Vereinen so ein Stück weit auch ja, immer im ständigen Austausch. Ich habe es jetzt gerade vor kurzem gelesen. Ich glaube, Düsseldorf hatte auch einen Spieler in Ghana zu Hause. Ja, uns ist der Mensch einfach auch in dem Fall wichtig gewesen. Und wir haben dann das akzeptiert, dass der Spieler dann 5 Tage in Quarantäne muss. Wohl wissentlich auch mit dem Arzt abgestimmt, dass das natürlich nur dann so funktioniert, da er direkt sowieso in Quarantäne müsste. Also er hatte keinen Kontakt mit der Mannschaft, mit keinem Funktionsteam, mit keinem sonstigen Geschichte. Und ja, klar ist natürlich, dass jetzt dieser Fall eingetreten ist, dass das alles andere als optimal ist. Das ist logisch. Wo er sich das dann am Endeffekt geholt hat, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber wir haben einfach die menschliche Seite in dem Fall bei dem Spieler Babacar in den Vordergrund gestellt. Und hat jetzt leider diesen Verlauf genommen. Wenn ich wüsste, dass der Babacar Corona hat oder sich mit Corona infiziert hat, wenn er zurückkommt, würde man natürlich die Entscheidung nicht mehr so treffen. Man muss dazu sagen, dass der Spieler dann im Senegal bei seiner Familie auch noch 4 Tage Magen-Darm hatte. Also das war tatsächlich alles andere als optimal. Ich glaube, man sollte da jetzt keine große oder größere Geschichte in dem Einzelfall daraus machen. Das ist nicht optimal gewesen, aber nur weil er jetzt das in Anführungszeichen bekommen hat. Für mich war es einfach wichtig, dass der Spieler seine Frau mal wieder sieht. Und das hat er getan. Leider hat er sich da jetzt infiziert in irgendeinem Zusammenhang. Und das ist in der heutigen Zeit sicherlich nicht optimal, das weiß ich auch. Und um deine Frage konkret zu beantworten, wenn ich natürlich weiß, dass er sich infiziert, hätten wir das im Voraus in Anführungszeichen nicht erlaubt. Ja, die Wertigkeit eines Spielers, von dem der Trainer sehr, sehr große Stücke hält, merkt man oft erst, wenn der Spieler mal nicht auf dem Feld steht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Kyungrok Choi den Leuten in Karlsruhe inklusive euch zeigen konnte, was für ein großes Potenzial er besitzt, weil der Spieler eigentlich erst dieses Jahr so richtig in Karlsruhe angekommen ist. Und Kyung ist einfach ein Spieler, für den es sich lohnt, ihm Vertrauen zu geben, Vertrauen aufzubauen und ihn einfach laufen zu lassen. Und das haben wir getan. Und er ist ähnlich wie Benny eigentlich. Er arbeitet 90 Minuten unfassbar für die Mannschaft. Es ging ihm ab und zu mal so diese Effektivität weg. Wenn ich an Darmstadt beispielsweise denke, wo er das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden könnte. Und ja, es war einfach auch wichtig, dass Kyung in Braunschweig dann mal zu Toren kommt. Und er hat einen enormen Wert für die Mannschaft. Und er hat uns, glaube ich, auch in diesen 3 Partien vor Weihnachten in der einen oder anderen Situation gefehlt. Gar nicht so sehr, dann, dass wir diese Spiele ohne ihn nicht gewinnen können, sondern es ist einfach ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft, egal ob er von Beginn an spielt oder ob er dann reinkommt. Und ja, deswegen hat es mich einfach gefreut, dass Kyung relativ schnell wieder Fuß gefasst hat diese Woche vor dem Würzburg-Spiel und dass er in Würzburg auch ein paar Minuten hatte und dass er eine Halbzeit hatte gegen Waldorf. Und Kyung ist ein absoluter Startelf-Kandidat, logischerweise. Ja, also
ich halte es immer so, dass gute Spieler zusammenspielen können. Das ist durchaus möglich. Was das dann immer für eine Konsequenz hat, müssen wir schauen. Aber ich bin schon ein Freund davon, immer zu versuchen, das geht nicht immer im Fußball, aber schon zu versuchen, die besten Spieler aufzustellen. Und ja, wenn Kyung die Verfassung hat, die er vor Weihnachten hatte, zählt er sicherlich zu den besten Spielern bei uns. Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl beim KSC und auch die Mannschaft und alles drum und dran passt hervorragend. Und ich bin jetzt diese Saison auf jeden Fall noch hier und was nach der Saison passiert, das kann ich euch leider noch nicht sagen.